Hallihallo, liebe Leute, und ein Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Portal Pro. Jo, es geht wieder weiter mit den zwei Kammern pro Part. Spaß, glaube ich. Ja gut, machen wir einfach da weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Und zwar bei der Frage, was zum Teufel müssen wir eigentlich tun, um somit ans Ziel zu kommen. So mehr oder weniger. So, was mache ich denn überhaupt? Alles klar. Die Energiekugel kommt da rein, da raus. Ach stimmt, hier gibt es noch keine Zoom-Funktion, aber ich glaube, so wie das aussieht, soll wohl die Energiekugel wohl da ganz nach oben hin, damit dann hier der Ausgang mit geöffnet wird. Ich fasse es wohl als Ja auf. Naja gut, dann beginnen wir mal mit dem ganzen Spaß. So. Okay, eine 1 haben wir hier. Ah, okay, verstehe. Wir dürfen uns also jetzt so nach und nach hocharbeiten, denke ich mal. Das heißt, dachte ich mir schon, habe ich jetzt hier eine 3. Genau, und so komme ich halt eben dann so nach und nach halt eben dann nach oben. So soll es gemacht werden und so wird es auch zumindest angesetzt. Zum Glück kann man hier an der schmalen Kante so gut lang gehen. Und da unten ist ja dann die... Ja genau, da oben, alter Schwede, das ist aber ganz schön weit hoch. So. Was mache ich jetzt damit? Hä? Ach so. Warte mal, was zum Teufel mache ich denn damit jetzt? Ich schiebe dieses Teil wieder vor und dieses Teil wieder retour. Aber was genau mache ich denn jetzt mit dem Knopf? Ich kann das aber jetzt nicht genau erkennen. Ich mache mir einen Quicksave. Wird sich ja dann herausstellen, was ich damit wohl mache. Ich kann also jetzt zumindest ganz nach unten. Soll das so sein? Soll das so sein? Ist jetzt noch mein Save Point? Da bin ich jetzt erstmal hier. So, aber jetzt kommt natürlich meine Frage. Was bewerkstelligt denn... Ich glaube, das bewerkstelligt nur das hier. Wie kriege ich denn überhaupt dann... Ach so, ach. Ich glaube, das soll es repräsentieren. Okay, Moment. Ich glaube, das soll es repräsentieren. Aua. Das war mit Abstand das schlechteste Momentum überhaupt. okay, blau schieße ich einfach nur dorthin und dann lasse ich mich einfach nur da durchtreiben. Und ich glaube, ich bringe mich auch gleich mal instant in Deckung. Damit ich nicht von dem Teil hier mit berührt werde. So, genau. Jetzt habe ich da zumindest mein Portal, das zweite schicke Stein und dann komme ich so... ja, alles klar. So soll es gemacht werden. Aber hier wiederum wird die Energiekugel wieder aufgeladen. Hm. Merkwürdig. Aber hey, komm. Ja gut, so kann man dann einfach mal diese Map hier mit lösen. Läuft. Okay, das ist im Rahmen des Machbaren. Also relativ schlicht und einfach mit gehalten. Läuft an sich. So. Mal sehen, was uns jetzt für eine Hammer-Map hier erwartet.
Mal wieder hast du rein akustisch nichts verstanden. Und das ist das Einzige, was wir mit benötigen. Da der Ausgang. Du kannst hier hin. Nur dieser Knopf ist zu drücken. Ah, du brauchst gezielt Schwung. Okay, ich glaube, wir müssen hier und hier, dann dort rein, dann kommst du hier raus, knallst mit dem Schädel voll gegen die Decke, kriegst du erst einmal eine Packung Aspirin und dann hast du mit dem restlichen Schwung die Gelegenheit, gerade dorthin zu kommen. Darf ich das so auffassen? Probieren wir es. Also orange muss ich dann setzen. Gut, das soll mir quasi mitteilen. Nein, das ist nicht so, wie man das eigentlich machen sollte. Aber hey, komm, der Gedanke war zumindest schon mal richtig. Na gut. Weißt du was? Sagen wir mal, ich bräuchte vielleicht von der Höhe aus. Wo ist denn der Boden? Der ist da. Kann das? Na gut, wenn man auch das Portal richtig hinsetzen würde, dann kann man diese Frage gerne nochmal stellen. Also wieder von der Position. Und los. Ich fasse das mal als Erfolg auf, dass man das genauso und nicht anders machen soll. Das ist aber auch schon alles mit gewesen. Also ich hätte jetzt mehr angenommen, da kommt jetzt vielleicht noch etwas, aber okay, gut, ich will mich nicht beschweren. Nehmen wir das doch einfach mal so mit. So, da wir doch noch sehr gut in der Zeit sind. Ah, wir haben wieder diese schönen Energiefelder, die wir auch schon sehr viele Kammern lang schon nicht mehr mitgesehen haben. Und okay, verstehe. Die ganzen Plattformen, die sind alle an der identischen Position und bewegen uns dann dementsprechend exakt im 90-Grad-Winkel. Gut, was habe ich damit jetzt aktiviert oder deaktiviert? Ach so, damit wird der Fissler aktiviert. Ach so, ah. Okay. Und da ist ja schon der Ausgang. So, was mache ich damit? Ach so. Ah, ich kann damit die Richtung ändern. Oh. Ach, sieh mal, da schau. Und da ist ein Türchen. Ja, merci. Du müsstest ja dann irgendwie dort reinkommen, wenn du das Türchen haben wolltest. Ich selbst weiß bisher noch gar nicht, wie viele Türchen es hier insgesamt mit gibt. Sprich, wie dann auch die Zugänge dort mit sind. Aber das kann ich ja nochmal mit betonen. Das ist halt eben jetzt nicht Teil meines Vorhabens. So, was habe ich denn damit jetzt eigentlich gekonnt? Außer, dass ich jetzt hier die Richtung geändert habe. Hätte ich da an der Decke da das Portal hinschicken und dann vielleicht hier eins hinschicken sollen? Könnte sein. Ich würde mal sagen wollen, ja. Okay, gut, drehen wir einfach nochmal eine Ehrenrunde. Und dann schauen wir mal nach. Also. Genau, jetzt wird wieder das gemacht. Ach so, und verstehe. Ach. Dadurch werden auch hier die Türen abwechselnd gemacht. Okay, Moment. Das heißt, jetzt wird es Zeit, dass wir mal ein bisschen manipulieren.
Ich warte mal lieber auf die nächste. Immer genau dann, wenn wir zwei gerade Bereiche passieren, geht natürlich dann eben dann immer dieselbe Tür wieder auf, währenddessen die andere Tür immer zugeht. Es sei denn, wir machen jetzt mal die ungerade Variante. Jetzt mit zu sehen, jetzt habe ich da mein Fistler. Aber dafür ist jetzt diese Tür dort auf und diese Tür ist jetzt zu. Das ist schon mal sehr gut. Und da hole ich halt eben dann den Würfel mit raus und... Ah, dafür ist ja jetzt dieser Fistler mit aus, alles klar. Das heißt, wir holen erstmal den Würfel hier hin. Ach nee, dieser Fistler, hä? Habe ich nicht gerade eben gesagt, dass dieser Fistler aus ist? Oder habe ich das einfach gar nicht gesehen? Ich glaube, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, gut, dann muss erstmal der Würfel hier bleiben und ich muss jetzt erstmal noch eine Ehrenrunde drehen und dann dementsprechend wieder aus der Ungeraden eine Gerade zu machen. Genau, so soll das Ganze ablaufen. Und dann geht es wieder retour, muss ich den Würfel einsammeln und dann mal sehen, wie das dann abläuft. Also, wieder einmal hier. Und dann selbstredend hier. So. Das Fistlerfeld wird jetzt wieder deaktiviert. Ich habe jetzt da wieder die Möglichkeit, da dorthin zu kommen. Quick Save. Und jetzt will ich mir nochmal das Feld anschauen. Nein, das ist ein dauerhaft aktives Feld. Ach, das bedeutet, ich muss den Würfel also in die andere Richtung mit hinbewegen. Alright, aber zunächst muss ich erstmal hier wieder die Richtung ändern. Aber das bedeutet, wenn ich ja dann da durchmache, ich muss den Würfel da drauf bringen, da muss der erstmal seine Ehrenrunde drehen. Und ich muss dann dafür sorgen, dass ich dann eben dann das Ganze wunderbar abtimen kann. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich glaube, ich bringe erst einmal den Würfel hier hin. Den kann ich mir bei Bedarf mir wieder abholen. Das ist ja keine Hürde. So, jetzt geht wieder dasselbe Spielchen los. Fistler an und so weiter und so fort. Tralali, tralala, tralala, hopsasa. Soll ich jetzt nochmal die Richtung ändern? Ich muss jetzt den Würfel, den muss ich, ja, ich muss den da drauf bringen. Also das heißt, erst einmal drehe ich die Richtung wieder um. Dann bringe ich quasi den Würfel hier drauf. Dann müsste ich am ehesten, also ja doch, ich muss zuerst drauf, dann kommt der Würfel. Also das heißt, der Würfel muss auf einer versetzten Plattform mit sein, damit ich dann durch dieses Fenster durchgehen kann. Der Würfel allerdings dann nicht da durchgeht, dann ändere ich wieder die Richtung, dann macht der Würfel wieder hierhin und dann fertig. Also soweit jetzt der Erwartungswert. Jetzt muss ich das Ganze nur noch umsetzen. Also wieder hier ein Portal und dann wieder hier ein Portal und jetzt mal gucken, warte, wie mache ich das jetzt? Ich muss jetzt eigentlich... Gut, der Würfel ist jetzt da. Alles klar, so soll es gemacht werden. Ja gut, ich sollte vielleicht mal aufpassen. Der Würfel könnte im dümmsten Fall jetzt nach unten fallen. Wäre natürlich nicht so reizend. Aber solange der jetzt wenigstens noch auf der Plattform sich mit bewegt, ist ja alles im grünen Bereich. Gut, die Tür ist natürlich noch mit offen. Das ist ja richtig. Jetzt drehe ich wieder die Sache rum und warte jetzt einfach, bis der Würfel da ist.
Das Fenster fällt jetzt ja aus, die Tür ist offen, ich schraube den Würfel ab und dann ja. Wie könnte man denn eigentlich an diesen Kuchen denn da rankommen? Das würde ich nur zu gerne wissen wollen. Also, ich mache safe einen Bonus-Part über die ganzen Kuchen, über die, wo ich zumindest jetzt weiß, dass es da welche gibt. Aber ich gehe dann sowieso nochmal alle Maps nochmal mit durch, weil bisher weiß ich ja noch in keinster Art und Weise, ob da noch irgendwo anders Kuchen mit sind. Und dann kommt ja quasi die Frage, wie man dann an diese mit rankommt. Also, man kann quasi mit sagen, das ist dann so der benutzerdefinierte Achievement, die man dann damit dann freischalten tut. Also drei potenzielle Bereiche habe ich ja schon mit entdeckt, zwecks Kuchen, also zwei safe und dann noch den einen, der halt eben dann später mit verdeckt war. Na gut, was soll's. Also Leute, ihr kennt ja mal wieder das Prozedere, die Zeit ist mal wieder oben. Deswegen sage ich natürlich vielen Dank fürs Zusehen, liken, halben Daumen nach oben nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!